Hallo Leute und danke fürs Einschalten. Wir spielen heute hier The Last of Us. Das ist das neue Spiel von den Entwicklern halt von Naughty Dog. Und ja, ich habe es mir mal geholt und heute ist auch Spenny mal wieder hier. Ja, hallo Leute. Ich weiß nicht, ob Sie schon wussten, aber wir spielen das Spiel hier gerade. Ja, und genau. Ja, wir müssen jetzt hier halt seinen Kumpel hier finden von dem Bill. Und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal die Tür auf. Komm schon, wir. Oh, Scheiße. Ich hab dich. Verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Läuft schon mal suboptimal. Ja. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Schneid das Seil durch. So komme ich runter. Bin dabei. Und sag jetzt mal deine Meinung zu dem Spiel, Spenny. Ja, also ich finde das Spiel sehr gut. Es ist also für 70 Euro für die PlayStation 3 eigentlich, ja, was will man erwarten? Das ist Top-Grafik, PlayStation 3, Grafik-Spiel. Ich wollte es mir selbst auch holen, aber jetzt habe ich es doch nicht gemacht, keine Ahnung warum. Aber ich finde, es ist actionreich auf jeden Fall. Es ist eine gute Story, die man spielen muss mit Ellie und so. Das ist, ich finde, sehr gut für 70 Euro. Man muss sich überlegen, ob man das Ganze spielen will oder nicht. Aber ich finde, es ist sehr gutes Spiel, sehr gute Grafik, sehr gute Story, alles perfekt. Dem kann ich mich nur anschließen. Scheiße! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Okay. Hier! Danke! Dank nochmal! Sie sind gleich fertig. Schnell, sie kommen näher. Oh, du blöde Scheißvieh. Quinte. Jetzt auch so aus erhöhter Position lässt sich schlecht. Ich dachte, das Spiel zeigt alles. Ja, da ist doch Bill gekommen. Cool. Rett auf! Jetzt reicht's. Bill, sie kommen durch die Tür! Ich hab's gewusst. Mach sie fertig, sonst kommen wir hier nicht raus. Nicht zurück! Okay, na los, wir sind fast da, hier. Oh, Scheiße. Die kommen her! Lass weiter!
Ellie. Hey, was soll das? Joel! Was soll denn das? Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Geh dich an den Scheißdreck an! Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab! Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, mach das gut. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, nein, pass du auf, du hast mir Handschellen. Jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angebe, ich schulde. So viel kann es nicht sein. Wenn ich gesagt wäre, doch kann es. Da ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Na gut, das war's auch jetzt von diesem Part und... Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.